Als die deutschen Synodenteilnehmer am Samstagnachmittag ein letztes Mal den Weg Richtung Synodenaula antraten, war die Stimmung gespannt. Wie wird die Abstimmung über das Schlussdokument verlaufen? Werden alle Absätze die nötige Zweidrittelmehrheit bekommen? Mit welchen Ergebnissen werden wir nach Hause fahren? Doch beginnen wir von vorne. Über 300 Synodenteilnehmer waren der Einladung von Papst Franziskus gefolgt und für 3 Wochen zur Familiensynode nach Rom gekommen. Der Start verlief alles andere als reibungslos, so waren die Methode und der inhaltliche Startpunkt nicht allen Teilnehmern klar. Der Eindruck ist, dass es am Anfang ziemlich holprig losging. Also da war eine echte Auseinandersetzung zwischen einigen Kardinälen um die Frage, an welchem Punkt legen wir denn hier eigentlich los? Sind wir wieder auf Punkt Null, so wie vor einem Jahr, oder ist inzwischen schon was geschehen? Das Prozedere, die Verfahrensweise der Synode ist ja ganz neu geordnet worden. Das hat es so noch nie gegeben. Das heißt, auch alte Synodenhasen, ich habe heute mit jemandem gesprochen, der ist auf seiner 8. Synode, die sagen mir, das ist eine Revolution, das ist jetzt ganz anders und das muss ich erst einspielen. Und dabei half auch gerne mal der Chef persönlich. In einem kritischen Moment am zweiten Tag der Synode hat er auch wirklich das Wort ergriffen und gesagt, jetzt will ich noch mal erklären, wie das so ist, und hat dann erklärt, wie das jetzt hier so ist. Und dann waren auch einige Zweifel ausgeräumt und es ging wieder mit frischer Kraft weiter. Weiter ging es in den Sprachgruppen, doch auch hier war eine Aufwärmphase nötig. Alle Gruppen mussten sich erstmal rantasten. Die meisten, gut, die deutsche Sprachgruppe ist ein bisschen draußen vor, die meisten kommen ja aus der ganzen Welt, auch mit ganz verschiedenen Arbeitsweisen an und mussten erstmal gucken, wie rede ich hier eigentlich, um gehört zu werden, was kann ich voraussetzen, was muss ich nochmal von vorne anfangen und solche Sachen. Also es war ein bisschen vorsichtiges Tasten, aber das hat sich relativ schnell etabliert. Das musste es auch, denn mit der voranschreitenden Zeit kamen auch die kontroverseren Themen auf die Tagesordnung. Die Synode hat so ein bisschen so eine steigernde Dramaturgie. Also man arbeitet sich von 1, wo man sagen kann, das waren eher so die Grundlagen auch der Familie, die Analyse der Situation. Da findet man vielleicht auch in den Sprachgruppen sehr schnell eine Einigkeit. Über die 2, wo es jetzt dann schon auch mal so ein bisschen um das Thema Unauflöslichkeit von Ehe geht und eher theologischere Themen, hin bis zum Teil 3, der dann am Ende kommt, wo es dann auch um die heißen Eisen geht, wieder verheiratet, geschiedene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Also es ist schon so eine steigernde Dramaturgie drin und ich gehe davon aus, dass die Diskussionen jetzt schon ein bisschen kontroverser werden im zweiten Teil. Und so kam es dann auch. Doch gerade in der mit hochkarätigen Theologen besetzten deutschsprachigen Gruppe schaffte man es, sich in allen Arbeitsberichten auf einen Konsens zu einigen. Und das war beeindruckend, wie man sich, ich sag mal, wenn man das etwas salopp sagt, zusammengerauft haben und mit welcher Ernsthaftigkeit da wirklich Schritt um Schritt aufeinander zugegangen worden ist. Das war schon, also so wie der Text jetzt aussieht, der zeigt, dahinter liegt auch ein schönes Stück Weg und viel guter Wille. Doch diese Einmütigkeit unter den Deutschsprachigen fand sich nicht unter allen Synodenvätern wieder. Gegen Ende der Synode wurde auch deutlich, dass sich die Synodenväter unter sich nicht auf alles werden einigen können. Dass es sicher Punkte gibt, die so strittig sind, dass kein gemeinsames, klares Votum der Synode kommen kann. Das hat manche enttäuscht. Ich habe daran einfach erkannt, wie vielfältig die Weltkirche letztlich ist. Und aus diesem Grund besteht das Abschlussdokument aus sehr weiten Formulierungen und erreichte damit die Zustimmung der Synodenväter zu allen Absätzen. Ich bin sehr froh, dass dieser gesamte Duktus mit 2 Dritteln bis in diese heiklen Stellen abgesegnet worden ist, wenn ich das mal so sagen darf. Das macht jetzt für diese Riesenerwartungen, die jetzt in alle Einzelheiten hier aufgebaut werden, ein ganz kleiner Schritt sein. Aber für den Schritt einer Kirche, die nicht nur lehrt, sondern auch lernen will, und das haben wir in den 3 Wochen, ist das für mich ein großer Schritt.